Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten, werte Gäste! Die vorliegenden Anträge zum Mindestlohn gehen mal wieder an den eigentlichen Problemen vorbei. Und lassen Sie mich zunächst feststellen, der derzeitige Mindestlohn ist ein Armutslohn und keine Erfolgsgeschichte, wie Kollege Rützel hier glauben machen will. Und ich glaube, da dürften die Linken und meine Partei einer Meinung sein. Aus diesem Armutslohn folgt für die meisten Arbeitnehmer die Armutsrente. Und da ändert der Antrag der Linke nichts dran. Das ist das Problem. Ich will Ihnen das auch mal erklären. Ich erkläre Ihnen das in Ruhe. Schauen Sie einmal in den Osten unseres Landes. Bitte jetzt nicht. Wer Arbeit hat, verdient zu wenig. 25 Jahre nach der deutschen Einheit ist besonders in den unteren Einkommensgruppen festzustellen, dass das Einkommensgefälle von West nach Ost durchschnittlich 25% beträgt, in der Spitze bis zu 31%. Und dass bei Kosten in der Lebenshaltung, die ungefähr gleich sind, schauen Sie mal nach Jena oder nach Erfurt. Weil die Einkommen so niedrig sind, gibt es im Osten so viele Hartz-IV-Aufstocker. Das heißt, ohne die staatlichen Zuschüsse können die Arbeitnehmer ihre Familie nicht ernähren. In solchen Verhältnissen sind die Kinder ein zusätzliches Risiko. Diesen Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Folge ist massive Kinderarmut im Osten. Die Statistik zeigt, wer einmal auf Hartz IV ist, der kommt da nie wieder raus. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, bitte nicht. Lassen Sie mich mal ausführen. Die können mich anrufen nachher, wenn es zur Sache beiträgt. Ich stehe im Telefonbuch. Wenn es nicht zur Sache beiträgt, können Sie trotzdem anrufen. Ich gehe zurück. Die Statistik zeigt, wer einmal auf Hartz IV ist, kommt da nicht wieder raus. Die Hälfte der Kinder lebt seit 4 Jahren oder länger in Hartz-IV-Armut. Und das mit gravierenden Folgen. Die Bertelsmann-Stiftung sagt, diese Kinder sind häufiger krank. Die Bertelsmann-Stiftung sagt, diese Kinder haben im Bildungssystem deutlich schlechtere Chancen als Kinder wohlhabender Familien. Und jetzt kommt's, wer seine Kinder allein erzieht, der ist noch schlimmer dran. Fast 50% aller Alleinerziehenden sind arm, meistens Frauen. Unsere alleinerziehenden Frauen arbeiten häufig in Berufen mit ungünstigen und meistens mit erbärmlichen Niedriglöhnen. Sie sind grundsätzlich Aufstocker. Wenn Sie einen Job haben, dann sind Sie Minijobber oder in Teilzeit. Helfen Sie diesen Frauen, Genossen von der Linken, mit Ihren Anträgen? Nein. Wir wissen, jeder zweite Neurentner wird in Zukunft unterhalb der Armutsgrenze liegen. Über die Hälfte der rentennahen Jahrgänge wird im Alter ihren Lebensstandard nicht halten können. Bereits heute erhöht sich die Anzahl der Rentner exorbitant, die im Ruhestand arbeiten müssen. Die Anzahl der geringfügig Beschäftigten über 60 stieg von 2003 bis 2018 um 66%. Immer mehr Rentnern bleibt ein Ruhestand in Würde versagt. Ihre Lebensleistung wird durch die Gesetze der Sozialdemokraten mit Füßen getreten. Liebe Genossen, wir gehen noch mal zurück auf Ihren Antrag Steigerung der Mindestlohn. Dieser Antrag vergisst, dass die einfache Anhebung des Mindestlohnes nicht die entscheidende Frage ist in dieser sozialen Frage. Die Einführung des Mindestlohns wurde allein durch die Agenda 2010 notwendig, Genosse von der SPD. Der Mindestlohn kam, weil die SPD sich ihr Versagen nicht eingestehen wollte. Der Mindestlohn ist nicht weiter als eine billige Kosmetik für eine Wirtschaftspolitik, die die arbeitende Bevölkerung verachtet. Wenn heute einfach an der Erhöhungsschraube gedreht wird und die grundsätzlichen Fehler des Systems, nämlich des Hartz-IV-Systems und der verwählten Wirtschaftspolitik aufzuheben, dann bringt uns das nicht weiter. Wenn Sie das nicht verstehen, ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wir hatten Ende der 90er Jahre ein Jobprogramm bei VW, das hieß 5.000 mal 5.000. 5.000 Arbeitsplätze für Ungelernte in der Kfz-Automobilindustrie zu einem Lohn von 5.000 D-Mark brutto, also 2.500 Euro brutto. Nun erklären Sie mir mal, wo in West- oder in Ostdeutschland nach Agenda 2010 und nach Einführung des Mindestlohns 2.500 Euro brutto Einstiegsgehalt für eine ungelernte Fachkraft bezahlt werden. Ich sage es Ihnen, nirgendwo. Mit der massiven Ausweitung von Minijobs, Teilzeit und befristeter Arbeit und vor allem Leiharbeit ist der Lohn in den unteren Einkommensschichten auf einen erbarmungswürdigen Mindestlohn gesunken.
Allein die Anhebung dieses Mindestlohns bei weiterhin hohen Teilzeit-, Befristung- und Leiharbeitquoten hilft in der Sache nicht weiter. Das wissen Sie. Die weiteren Realitätswerte zum Konzept kommen wir doch. Lassen Sie mal. Wissen Sie, was Ihre Wähler, Sie feixen hier, Sie johlen wie im Kindergarten und sind derartig abgehoben, Sie kriegen es doch gar nicht mehr mit, was da draußen passiert. Lassen Sie mich doch mal ausreden. Herr Kollege, Frau Kollegin Schimpke würde eine Zwischenfrage stellen. Nein, lassen Sie. Es bleibt dabei. Dankeschön. Ja, so ist das. Telefonbuch. Allein die Anhebung des Mindestlohnes nochmal, meine Damen und Herren, bringt uns in der Sache nicht weiter. Wir müssen die Teilzeit, die befristeten Jobs, wir müssen an Leiharbeit rangehen. Das ist die Frage. Wir müssen nicht über Mindestlohn reden, meine Damen und Herren, wir müssen über Wohlstandslohn reden. Und ich sage Ihnen, gerechte Löhne fallen nicht vom Himmel. Gerechte Löhne müssen erkämpft werden. Bis Mitte der 90er Jahre wurde der verteilungsneutrale Spielraum ausgeschöpft. Seither ist das kaum noch gelungen. Seit gut 20 Jahren bleiben die Löhne hinter der Produktivitätsentwicklung zurück. Darüber müssen wir reden. Wir müssen darüber reden, dass in Deutschland die Reallöhne für 40% der Bevölkerung gesunken ist nach dem sozioökonomischen Panel. Die Mindestlohndebatte ist die falsche Debatte. Der Grundfehler der Agenda 2010 muss endlich behoben werden. Die Agenda 2010 hat eine Verhandlungsposition für die abhängig Beschäftigten auf dem Arbeitsmarkt geschaffen und sie dabei massiv geschädigt. Wer vor der Wahl steht, verkauf dein Vermögen und nimm Hartz IV oder nimm den miesen Job an, der wird zumindest bereit sein, Arbeit zu den niedrigsten Löhnen zu akzeptieren. Das ist das Problem, meine Damen und Herren. Wir müssen die Verhandlungsposition der abhängig Beschäftigten wieder stärken. Das heißt, wir müssen die Gewerkschaften stärken. Wir müssen die Arbeitnehmer ermuntern, sich gewerkschaftlich zu organisieren, etwa in Alarm. Denn das ist die Aufgabe der Vertragspartner am Arbeitsmarkt, um ordentliche und auskömmliche Löhne zu verhindern. Vor dem unseligen Wirken des SPD-Kanzlers Schröders hat dies auch funktioniert. Schaut man sich die Wahlergebnisse der SPD und den Wählerwillen an, haben die Wähler draußen verstanden, dass eine Lösung mit der SPD in dieser Frage wohl nicht mehr zu machen ist. Wir als AfD, als neue Volkspartei, als Partei der kleinen Leute, der Arbeitnehmer, Arbeiter, Angestellten, mittelständischen Unternehmer, haben die Lohnfrage als soziale Frage erkannt. Wir werden sie im Sinne unserer Wählerschaft vertreten gegen eine demütigende Armut und für einen Wohlstandslohn, der die Eigenständigkeit und das gute Leben der Bürger garantiert. Ich sehe, ich habe Reaktionen ausgelöst bei Ihnen. Dankeschön. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.